Für Dienstag, den 29. November, sind viele potenzielle Marktmover geplant. Werden wir einen genaueren Blick. Zunächst werden um 9.30 Uhr die britischen Hypothekengenehmigungsstatistiken für Oktober erscheinen. Im September ist die Zahl der Genehmigungen gestiegen, nachdem sie 2 Monate in Folge auf 61.000 verharrte. Der mit Spannung erwartete deutsche vorläufige VPI für November folgte um 13 Uhr. Die jährliche Inflation stieg im Oktober leicht an, da die Energiekosten langsamer fielen. Die zweite Schätzung des US-BIP im dritten Quartal erscheint um 13.30 Uhr. Das annualisierte vierteljährliche Wachstum wurde mit 2,9% vorabgeschätzt und das ist die höchste Marke seit 2 Jahren. Um 15 Uhr wird der US-Verbrauchervertrauensindex für November veröffentlicht. Im Oktober fiel der Index auf ein 3-Monats-Tief. Die vorläufigen Daten zur japanischen Industrieproduktion für Oktober werden um 23.50 Uhr vorliegen. Die Produktion nimmt seit 2 Monaten zu, obwohl die vorläufigen September-Daten eine Stagnation anzeigen. Neuseelands Geschäftsklimaindex für November erscheint um Mitternacht. Im Oktober ging der Index gegenüber dem im September erreichten 17-Monats-Hoch zurück. Der britische GfK-Verbrauchervertrauensindex für November folgt 1 Minute später. Im Oktober ging der Index wegen der verunsichernden Pfundabwertung um 2 Punkte zurück. Ein wichtiges Ereignis für Kiwi-Dollar-Händler folgt um 10 Minuten nach Mitternacht, wenn der neuseeländische Notenbankchef Graham Wheeler einen Finanzstabilitätsbericht dem Parlamentsausschuss in Wellington erstatten wird. 2 Mitteilungen über die australische Wirtschaft im Oktober erscheinen um 0.30 Uhr, einschließlich der Daten zu Privatsektorkrediten. Seit 3 Monaten nimmt das Kreditvolumen um jeweils 0,4% gleichmäßig zu. Die Baugenehmigungsstatistiken ließen im September den 2. Monat in Folge nach, nachdem im August ein 12-prozentiger Spike verzeichnet wurde. Und japanische Baubeginndaten für Oktober schließen um 5 Uhr. Die September-Daten überraschten angenehm mit dem schnellsten Wachstumstempo seit mehr als einem Jahr. Ich bin Jack Everett und das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Unser nächster Kalender wird die wichtigsten Mitteilungen für Mittwoch abdecken. Bis dann.